Wir brauchen Wasser. Sehr viel Wasser. Weil wir müssen hydriert bleiben, weil diese Folge wird es in sich haben. Hilf mir, mein Sohn terrorisiert die ganze Familie. Es wird wieder dramatisch, es wird cringe, ich laber nicht lange. Let's go mit dieser Folge. Hey, was machst du hier? Fernseher leiser. Fernseher leiser, aus. Direkt, wir steigen direkt mit Drama, mit leichter Aggression in diese Hilf mir Folge. Natürlich, was denn sonst? So. Ja, direkt, ey. Ich glaube, das sind Vater und Sohn. Die werden direkt handgreiflich. Das Ding dauert keine. Wir sind 9 Sekunden in diesem Video. Die werden so, die drehen so schnell durch bei Hilf mir. Ich check das nicht. Ey, was soll das? Der nimmt seinen eigenen Vater an den Kragen und ballert ihn gegen die Wand. Was? Das? Mann, du bist warum nicht alleine hier, Leiser? Weil du nicht alleine hier bist. Ich bin der Mann hier im Haus. Ich hab's hier zu bestimmen, was hier abgeht. Warte mal. Der Sohn sagt gerade, ich bin hier der Mann im Haus, ich bestimme hier alles. Der Vater wollte nur ein bisschen Rücksicht, weil er zu laut war oder sowas. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Guck, dass ich aus meinem Zimmer Der redet mit seinem eigenen Dad so wie mit so einem, was? Er sagt, ich bin hier der Mann im Haus. Ich glaube, Bro, du hast ja was ganz Kleines verwechselt. Du hast denn klitzeklein. Das ist dein Vater, der hat dich großgezogen, ja? Der wollte immer das Beste für dich. Geh ein bisschen mit Respekt mit ihm um. Also, das ist ja hier schon wieder viel zu viel alles. Mach die Tür zu! Ruhig Blut, Kleiner. Ruhig Blut. Ja, genau. Er so, boah, der wurde gerade aufs Übelste von seinem eigenen Sohn beleidigt. Und das Einzige, was er macht, ist, boah. Ey, Freunde, dem würde ich eine ganz klare Ansage machen, mal dem Sohn. Dass er hier mal checkt, wer der Mann im Haus ist und wer hier das Sagen hat. Sag mal, was ist denn hier los? So ein Psychoterror, das ist ja ein Irrenhaus hier. Ja. Was können wir denn da bitte machen? Oh, Mama, was? Jetzt mal ernsthaft, hier ist es so laut, ich kann meine Hausaufgaben nicht mehr in Ruhe machen. Was ist... Diese Hektik, diese Aggression, dieses. Jetzt suchen die eine Lösung, indem man kommt, die Tochter rein, schreit rum, ich kann meine Hausaufgaben nicht machen und so. Ja, weil der Sohn wahrscheinlich, der andere Sohn, zu laut ist, ne? Dann nimm das! Bitte sei doch heute einmal ruhig, wir müssen Rücksicht auf Pascal nehmen, der fällt nur aus, der hat eine schlechte Stimme. Genau, Pascal, heute. Meine Hausaufgaben sind auch wichtig, sind mal ernsthaft. Nee, das. Nee. Aber Dana, nee! Mich alle. Ey, wo bleibt das Essen, Mensch? Hier ist die Suppe? Bist du irgendwie bescheuert? Pascal, der liegt da wie so ein F***ing auf dem Bett mit seinem Eiweißshaker in der Hand, guckt Fernsehen. Das Essen kommt rein und der sagt, wo bleibt das Essen? Absoluter Ehrenmann. Wie wär's mit einem Danke? Wie wär's einfach mal zu schätzen, was deine Mutter da gerade für dich gemacht hat? Was ist das für eine Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Daher kommt das! Ich kenne den Insider! Ich brauch Hühnchen mit Reis von TikTok oder so! Daher kommt das! Der hat gerade die Schwarzbrote weggeworfen und hat gesagt, ich brauche Hühnchen mit Reis, Freunde! Ganz eindeutig Hühnchen mit Reis! Da, aus der Folge kommt das! Das wusste ich gar nicht! Aber so, ey, so diese Schwarzbrote so mit Aufschnitt und dann mit Gurken drauf und so, auch super lecker, ja! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich bin am Trainieren! Ich muss meine Arme aufpumpen! Mein Bauch! Sixpack! Dann bist du irgendwie bescheuert! Was spinnst du? Kann man so Aggression in sich haben? Pascal, Bro! Pascal, Bro! Komm mal her, Pascal! Pascal! Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, nein? Mhm. Ist alles in Ordnung bei dir? Das ist ja nicht zu glauben. Das nicht leisten jeden Tag! Kannst du auch mitnehmen. Guck mal, dass du die Küche verschwindest, mir eine Flasche Sprudel holst und danach kannst du mein Zimmer aufräumen. Okay, das ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen amüsant gerade mit Hühnchen mit Reis, aber auf der anderen Seite, das ist natürlich alles gespielt und geskriptet, aber das ist schon echt, also wenn es sowas in Real Life geben würde, diesen Sohn, wenn ich Elternteil wäre, ich würde den so rauswerfen. Natürlich würde ich den rauswerfen, vor allem der ist ja auch schon locker 18. Die Eltern sind nicht mehr denn unterhaltspflichtig für ihn. Also die müssen ihm keinen Wohnort mal gewähren. So. Also mit 18 kann er selber arbeiten gehen, kann er sein eigenes Geld verdienen und kann er eine eigene Wohnung bezahlen quasi. No? Ich krieg ihn überhaupt nicht mehr in den Griff. Da hast du recht, ihr habt ihn auch gar nicht im Griff. Aber ihr müsst euch weniger Vorwürfe machen, weil dieser Mensch ist einfach menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Also das ist eher seine Schuld, ja, vom Pascal selber, anstatt eure Schuld. Ihr müsst euch keine Vorwürfe machen, ja. Ihr müsst euch nur einen Vorwurf machen, dass ihr den noch lange nicht rausgeworfen habt oder ihm einmal so richtig mal gezeigt habt, was Sache ist. Kein Respekt, das ist einfach... Respekt ist ein Treffer. Das Ding ist halt...
Der Pascal, der kennt keine Grenzen. Auf der einen Seite, ich kann's verstehen. Er vermisst seinen Vater, der ist auf einmal abgehauen. Zack, weg war er ja. Hat er gerade gesagt, ich kann ihn verstehen? Das ist egal, was dir in deinem Leben passiert ist. Du gehst nicht so mit deiner Mutter und mit deinem Stiefvater um. Okay, das ist nicht sein leiblicher Vater. Ja, sein Vater ist weg. Das rechtfertigt aber gar nichts. Das rechtfertigt vielleicht mal, dass man eine traurige Phase hat. Und vielleicht mal einen Wutausbruch oder so. Aber der hat dir aufs Übelste beleidigt, die Mutter. Hilf mir, schießt den Vogel schon wieder komplett ab. Oh, auf der anderen Seite, er kann mich nicht leiden. Ich kann kein Ersatz für ihn sein. Ich will auch gar kein Ersatz für ihn sein. Nein. Aber irgendwie müssen wir es doch arrangieren können. Richtig, Bro. Alles gut. Du bist sein Stiefvater, alles gut. Und man muss nicht das aller krankeste Verhältnis haben. Ja, wenn da Differenzen sind, ist das so. Aber man muss sich arrangieren können. Das ist Pflicht. Eine Lösung. Ich weiß. Was er sagt, ist richtig. Aber wie er in Real Life damit umgeht, ist nicht richtig. Also der Pascal hat gerade zu ihm halt die Fresse und alles gesagt. Also solche Kraftausdrücke, bitte. Du hast völlig recht. Mhm. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Na, was hast du dir überlegt? Ich meine, vielleicht könnte man ja mal mit Pascals Boxlehrer, mit dem Uli Dubrovski, reden. Mit seinem Boxlehrer reden. Wozu, was soll das bringen? Was soll der Boxlehrer jetzt sagen? Also vielleicht weiß der ein bisschen was, so, ne? Aber am Ende muss man einfach mal eine ruhige Sekunde mit dem Pascal haben und ihn einfach mal, ja, das mal erklären, so wie er gerade mit seinen Mitmenschen umgeht, mit seiner Familie. Der hat einen guten Draht zu ihm. Ich weiß ja, dass Olaf recht hat. Wir leiden doch alle unter Pascals Verhalten. Anne Hofschlag, 37. Will Pascal nur helfen. Pascal ist schon mindestens 18. Sie ist 37. Sie hat ihn mit mindestens 19 bekommen. Wenn nicht sogar jünger. Weil der Pascal, der sieht auch aus, als wenn er vielleicht schon 20 wird. Ja? Also Anne ist auch sehr früh Mutter geworden. Ja? Ist für Hilf mir folgen natürlich. Ist natürlich üblich. Und dass er dauernd Geld für den Boxclub braucht, das ist irgendwie... Ach, die finanzieren ihm auch noch den Boxclub. So sieht der ganze Hase aus. Mann, lasst euch doch nicht so von. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Da steckt doch irgendwas anderes hinter seinen Aggressionen. Während Mutter Anne zur Arbeit fährt, erlebt Frührentner Olaf eine böse Überraschung. Frührentner Olaf. Ja, so Frührentner. Es passt hier alles wieder zusammen. Das Ding ist, Olaf, dem wurde sein Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Pascal, jetzt reicht's. Ja, jetzt. Die ganze Kugel weg. Das ganze Geld ist weg. So, Pascal. Hey, Portemonnaie ist da, Geld ist da. Wie hat er so geplant? Wie so ein Zombie, der gerade aus seinem Grab auferstanden ist. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Hier, guck mal, bleib dran. Da, alles leer. Vielleicht hab ich die genommen. Was hast du hier vielleicht genommen? Ja, hab ich genommen. 400 Euro. Eigentlich müsstest du mir viel mehr zahlen. 1000 Euro. Ey, wie aggressiv der ist. Der krieg echt so Aggression. Es ist ja alles gespielt. Aber gib dem Jungen doch einfach mal Hähnchen mit Reis. Das restliche Geld für diesen Monat gewesen. Ja, ganz einfach. Ich bin hier der Mann im Haus und ich hab zu melden, wer wo sein Geld bekommt. Und Sorry? Was? Er managt das hier? Er macht die Finanzen? Er ist der Mann im Haus? Gib dem Jungen mal ein bisschen mehr Hähnchen mit Reis, damit er mal wieder klarkommt in der Birne. Also... Ich kacke gerade komplett auf diese Folge. Was ist das denn? Du hast gar nichts zu melden. Ja, natürlich. Du bist 19 Jahre alt, Schulabbrecher, nichts auf... 19, die Mutter 37. Okay, dann hat sie Pascal mit 18 bekommen. Schulabbrecher, der kriegt nichts auf die Reihe. Aber ist der Mann im Haus. Panne, Hirn von oben in den Oberarm rein, sonst nichts da. Gar nichts. Du bist nicht mein Vater. Ja, richtig, Olaf. Gut zusammengefasst. Olaf, jetzt zeig ihm doch einfach mal Breitseite. Kollege Schnürschuh. Du hast mir gar nichts zu sagen, deswegen einfach umdrehen, abhauen, raus aus meinem Zimmer. Nicht. Umdrehen, raus. Natürlich zeige ich den an. Ja. Der hat mich beklaut. Ja, richtig. Anzeigen, die Körperverletzung an der Mutter und auch, weil er ihn beklaut und so. Das ist also komplett richtig. Das ist so ein respektloser, ekliger Mensch, geisteskrank. Der ist ja so eklig. Also, ich meine, man könnte darüber überlegen, anzeigen, wenn das sonst irgendwie ein lieber Mensch ist oder so und er mal einen Fehler gemacht hat, okay. Aber der ist ja so ekelhaft. Sofort anzeigen, komplett. Und ein bisschen Hähnchen mit Reis geben. Aber eine Anzeige, Olaf, macht alles doch nur noch viel schlimmer. Schlimmer? Oh, ich dreh durch. Alles nur noch schlimmer? Heute ist es ein Diebstahl. Morgen ist es körperverletzt, wenn man ihn irgendeiner blöde schief anguckt. Übermorgen startet er irgendein Banküberfall oder sonst irgendwas. Dem muss man einen Riegel vorschieben. Richtig, Olaf. Olaf, top. Nein, da muss ich kurz einmal Olaf einen kleinen Applaus geben. Olaf hat das Ding wieder auf den Punkt gebracht. Genau so sieht's aus. Dass das so nicht weitergehen kann. Aber Pascal ist ein Junge, der Hilfe braucht. Und wir müssen ihm irgendwie unter die Arme greifen. Das auch. Hilfe braucht er auch, absolut. Aber
man muss jetzt mal eben wirklich auch Grenzen aufzeigen, Freunde. Ja? Er hat Probleme, das hat Uli sein Boxlehrer auch gesagt. Er braucht Grenzen. Er braucht wirklich einfach mal Grenzen. Ich bin hilflos, ich bin ratlos. Ich weiß, aber mit einer Anzeige, so kann es doch auch nicht weitergehen. Ich meine, wenn du ihn anzeigst, dann wird er noch aggressiver. Und ich krieg Angst, wenn er noch aggressiver wird. Das geht nicht mal weiter. Ja, aber aus Angst irgendwas nicht zu tun, ist halt auch dumm. Jetzt so, weil die haben Angst vor Pascal. Ja, aber dann erreicht er doch genau das, was sie will. Weil die aus Angst werden die nichts mehr sagen. Aus Angst akzeptieren sie einfach sein komplettes Verhalten. Weil das ist schlecht, ja. Die müssen immer das Hähnchen mit Reis entziehen für ein paar Tage. Dann, ne? Sieht die Sache ganz anders aus. Wie geil ist das denn? Eine eigene Mutter hat vor ihrem Sohn Angst? Ja. Richtig. Sag mal, wo sind wir denn hier? Ja, meine Freunde haben Angst vor ihm. Ich habe langsam auch Angst vor ihm. Ich kann niemanden mit nach Hause bringen. Niemanden. Ich will, dass er rausgeht. Ich will, dass er verschwindet. Nicht so, ja. Dana. Es ist schlimm genug, dass euer Vater einfach so abgehauen ist. Pascal kann den Halt mit mir doch nicht auch noch verlieren. Den Award für den Menschen dieser Folge gewinnt eindeutig die Mutter, weil die wieder völlig naiv ist. Natürlich möchte sie irgendwie das Beste für ihren Sohn oder dass er den Halt oder so. Aber hast du dir den mal angeguckt? Der muss jetzt mal ein paar Grenzen aufgezeigt bekommen, Frau. Die will den jetzt echt noch in der Wohnung halten. Also jetzt haben wir auch kein Mitleid mehr. Also wirklich. Die Mutter echt gewinnt den Award für die größte Hohlbratze schon wieder. Das, was Anne hier erzählt, ist tatsächlich in vielen Familien ganz typisch. Wenn der Vater plötzlich fehlt als Figur, versuchen viele Mütter... Gut, Marquardt. Ja, arbeitet auch als Hypnotherapeutin, ne? Ich auch, nebenberuflich. Elmagi ist auch Hypnotherapeutin. Oder vielleicht auch aus schlechtem Gewissen, diesen Vater zu ersetzen oder ihrem Kind alles recht zu machen. Wohin das führt, das sehen wir gerade. Und Anne muss verstehen, es geht nicht darum, dass sie die Vaterposition einnimmt. Es geht darum, dass sie sich Unterstützung holt, damit es so etwas wie eine Vaterfigur und ein Vorbild für Pascal gibt. Am nächsten Tag. Pascal denkt nicht daran, seine Schulden bei Stiefvater Olaf zu bezahlen. Pascal, ja, Pascal, natürlich in der Damenwelt ist er auch eine beliebte Figur. Mit dem Geld hat der 19-Jährige ganz andere Pläne. Das ist die Kohle. 600 Euro, oder? Richtig. Brauchst du nicht nachzählen? Du kannst mir vertrauen. Ich mach das schon länger, ne? Ich zähle immer nach. Alles passend, oder? Ach. Komm mal mit. Boah, passt. Was hat er jetzt für 600 Euro gekauft? Ja? Was hat er jetzt für 600 Euro? Warum hat er jetzt seinen Stiefvater beklaut? Bringt Unheil über die ganze Familie, und damit er sich was gekauft hat. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn ich das Päckchen sehe, krieg ich so Freude, Mann. Ohne Scheiß. Das ist genau eine Kur. Perfekt. Ey, Schatz, du hast zu mir gesagt, du machst das nicht. Wie, du kriegst das davon... Nicht. Ey, wenn ich das Päckchen sehe, bekomme ich richtig Freude. Oha, ah, okay, der Boxlehrer setzt sich jetzt für die Familie an. Er so, so fühlt sich das an, wenn, mit deiner Mutter und so weiter. Damit der mal checkt, so, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in der Verliererposition quasi ist oder wenn man fertig gemacht wird, ne? Hör mir mal gut zu, mein Freund! Halt dich fern von Merol, diesen Nixnutz und seinen dreckigen Mittelchen! Er verkauft schon die hier an meine Kunden! Hast du das verstanden? Der weiß auf jeden Fall Bescheid, der Boxlehrer, und der gibt ihm gerade mal einen richtigen Einlauf. Und das braucht er auch, ja? Weil der Stiefvater ist dazu nicht imstande und die Mutter ja erst recht nicht. Deswegen muss der Boxlehrer das hier einfach mal übernehmen. Aber guter Mann, wirklich guter Mann. Deine Mutter ist schon voll am Ende mit den Nerven. Ja, richtig. Und die war hier. Und wenn du hier nochmal zu Scheiße nie überverhältst und ihr das Geld aus der Tasche rausleierst, Junge, dann hast du mit mir ein richtiges Problem. Und ich glaube, mit mir wirst du kein Problem haben. Oh. Ja, der Bre setzt sich ein. Und das Boxtraining ist ihm ja anscheinend auch sehr wichtig. Also, ich glaube, jetzt hat er ein bisschen was verstanden. Sehr geiler, also der Boxlehrer, guter Mann. Oder? Nein, Mann. Lass mich jetzt los, ey. Pass auf, deine Mutter liebt dich. Verdammt nochmal. Ja, schön, dass sie über der neuen Macke, Alter. Der Olaf ist voll der Mann. Pass mal auf, der ist einfach überfordert mit dir. Gib ihm doch einfach mal eine Chance. Richtig. So verkehrt finde ich ihn gar nicht. Richtig. Der Olaf, gib ihm doch einfach eine Chance, dem Olaf. Alter, er ist einfach ein der interessiert mich. Du bist der größte der Geschnürschuh. Null. Jetzt lass mich los, Mann. Lass mich gehen. Merk dir das, Pascal. Uiuiui, jetzt Pascal sauer. Hey Baby, bist du mit dem Training fertig? Was ist los? Hey Baby. Pascal. Wenn du quatschen willst und Probleme hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Am Nachmittag. Pascal ahnt nicht, was ihn zu Hause erwartet. Wirklich klasse, dass du das Geld zurückgezahlt hast. So verhält sich ein junger, erwachsener Mann. Hast Schulden gehabt, hast zurückbezahlt. Finde ich richtig klasse. Ich brauche dich noch nicht mal anzeigen. Ich hoffe, die...
Oh nein. Oh nein. Oh nein, die Mutter verhält sich sehr auffällig. Ich glaube, die Mutter hat das Geld ihm jetzt gegeben und gesagt, ja, Pascal zahlt das zurück, um ihren Sohn zu schützen. Oh nein. Und Pascal weiß gar nicht, wovon er redet. Damit er sich irgendwelche davon kaufen kann. Es ist einfach nur, es ist schmerzhaft, sich das anzugucken. Ich krieg Augenkrebs, wirklich. Die Wogen glätten sich jetzt endlich mal ein bisschen. Achso, ja, deswegen hab ich das ja gemacht. Wir sind ja eine Familie, oder? Ich hab meiner Mutter gesagt, die braucht dem Olaf die 400 Euro gar nicht wiedergeben. Wenn er... Ich würde einfach jetzt gerne Hähnchen mit Reis nehmen und ihm das einfach ins Gesicht werfen. Ja, aber wirklich. Ein saftiges Stück Hähnchen, ja, was auch ein bisschen was wiegt. Was auch ein bisschen wehtut im Gesicht. Also ich habe meiner Mutter gesagt, dem Olaf, weil Olaf ist ein... Bruder, rede mal ordentlich bitte, ja? Aber wenn sie in meinem Namen ihm die Kohle wiedergeben will, soll sie machen. Ja, der wenigstens die Füße still. Soll sie machen. Ey, sei doch mal dankbar, Junge. Sei mal ein bisschen dankbar. Kollege Pascal Schlüssel. Übrigens, ich habe gekocht dein Lieblingsessen, genau wie du es dir gewünscht hast. Hühnchen und Reis. Ich habe keinen Hunger. Ich kann es noch morgen kalt essen und dann kochen wir morgen neu. Ganz einfach. Aber du hast es dir doch gewünscht. Ich habe keinen Hunger, Mann! Was ein höflicher, toller, respektvoller junger Mann. Also, ey, wenn ich die Mutter wäre, ich würde das nicht eine Sekunde länger mitmachen. Dana? Ja. Kommst du runter essen? Ja, ich komme. Super. Ich geh mal. Ich geh mal. Ja. Ey, oh, es ist. Ey, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Was ist das? Kleiner. Hier habe ich noch was zu reden. Hat sie gerade kleiner zu seiner Schwester gesagt? Du bist so ein. Und undankbar bist du auch. Ja. Was willst du von mir? Unsere Mutter. Du bist undankbar, Bruder. Da verkauft das Armband von ihrer Oma, nur damit Geld hat für dich. Und was machst du? Du bist undankbar. Was hat sie verkauft? Armband von ihrer Oma, nur damit auch. Was willst du von mir, kleiner? Unsere Mutter verkauft das Armband von ihrer Oma. Sie hat das Armband von ihrer Oma verkauft, um diese 500 Euro aufzutreiben, damit er sich kaufen kann. Nur damit Geld hat für dich. Und was machst du? Du bist undankbar. Ja. Wenn jetzt nicht sofort ein Du hast auch so ein dickes Auge wie bei einer Mama. Dein Ernst? Was mein Ernst? Was machst du hier? Du hast mich doch von der Seite voll. Was willst du von mir? Beklagst du unsere Mutter? Hast du Geld? Bin ich eine Bank oder so? Bei anderen Folgen bin ich halt immer so, da lache ich auch viel, so, weil das ist halt denn auch also lustig in der Situation, aber das mir vergeht gerade komplett das Lachen. Ich kriege gerade einfach nur so Aggression, das ist geisteskrank. Mit mir. Hör auf, mir zu drohen. Hä? Was? Hör auf, mir zu drohen, sonst Pascal treibt es jetzt immer mehr auf die Spitze, auch er ist verzweifelt. Er hat auch Ruth Marquardt ist ja 2010 Hypnotherapeutin. Wusstet ihr das? Nein? Jetzt wisst ihr es. Die Keycard vom Elektromarkt geklaut und er bedroht seine Schwester massiv. Das droht zu eskalieren über kurz oder lang. Na, nein. Bei Pascal, das droht gar nicht zu eskalieren. Auch über die Konsequenzen seines kriminellen Handelns. Aber sie kriegt auch den Award für den zweitdümmsten Menschen aus dieser Folge, ja, die Freundin. Also macht sich der 19-Jährige keine Gedanken. Danke. Was habt ihr hier gekauft? Apropos Geschenk, Bruder. Ich brauch noch was für dich, Mann. Hast du dir verdient, ey. Ja, Mann, Jackpots. Hast du die verdient, ey? Neue Boxhandschuhe, ey. Boxsachen? Ja, Mann. Brauch ich nicht mal die scheiß schwitzigen Sachen vom Uli. Ja, Mann, richtig so. Ey, wenn du die aufziehst, ne? Dann sind sogar schon Lieder drin. Boah, wie geil. Meinst du, der passt auch? Ich hoffe. Probier mal an. Okay, neuer Helm, also neuer Schutzhelm und zwei Boxhandschuhe. Mhm. Das ist wie angegossen, ne? Richtig, von mir auch noch mit Schmackes. So hast du schon was gut bei mir. Ja, kein Ding. Definitiv. Ey, ich hätte da eine Idee. Was denn? Dieser MP3-Player. Mach mir auch mal einen klar. Was willst du damit? Draststeine. Wie redest du denn schon wieder über meine Also, es ist ein MP3-Player. Mit Diamanten da drauf oder mit so Edelsteinen oder was. Und jetzt mit. Ey, Barbie, soll einfach mal still sein, ja? Ey, wie aggressiv die sind. Gerade eben waren die doch so, yo, ich hab ein Geschenk für dich und so. Bro und so, danke. Und im nächsten Moment jetzt so, jetzt soll mal still. Und die hat ihn ja auch gerade, den Freund, einfach so beleidigt. Haben die bei Hilf mir nichts Besseres zu tun, als einfach nur beleidigt? Also, wo ist bei Hilf mir so, Menschlichkeit wird sehr, sehr klein geschrieben. Also, kleiner geht's fast gar nicht. Draststeine drauf, was ja, natürlich du ohne Strass.
Schatz, das ist voll süß, ja. Das ist voll süß, ja, Schatz. Danke für den MP3-Player mit Strassstein. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab auch was für dich. Was jetzt, Mann? Lava, Kyle. Natürlich. Korrekt, Alter. Wie hast du das gemacht, ey? Woher hast du das bezahlt? Für den besten Freund. Hast du eine Bank ausgeraubt oder was? Du hast nicht mal Geld für... Wie hast du das gemacht? Der hat einfach... Ich glaube, die Mutter arbeitet in einem Elektronikmarkt und er hat einfach die Eintritts-, also die Mitarbeiterkarte genommen und ist dann einfach da eingebrochen wahrscheinlich. Meine Wohnung und kaufst hier zwei so Dinger, Alter. Oh, jetzt kommt Uli. Jetzt wird's jetzt nicht, Mann. Jetzt eskaliert's. Jetzt kommt Uli, Freunde. Ey, Junge, ab, du hast sie nicht verloren von meinem Club. Hast du das verstanden? Mach mich nicht an, du sollst sie nicht mehr rumlangern. Das hab ich schon mal gesagt. Komm, wir gehen, den. Komm, und noch was, lass die Finger vom Pascal. Ja, der ist weiter. Anständig. Und jetzt ver... Nein, der ist nicht anständig. Nein. Der ist nicht anständig. Pascal ist der ehrenloseste Hilf mir Schauspieler, den es je gab, oder der mitmacht, der Charakter. Der Typ verkauft halt einfach nur, ja, dieses Zeug, das ist halt auch nicht cool, aber menschlich gesehen wirkt der mir noch ein bisschen sympathischer als Pascal. Was bildest du dir eigentlich ein, deine Mutter in eine solche Situation zu bringen? Was machst du hier eigentlich? Wir kümmern uns darum. Ja, okay, Olaf dreht jetzt natürlich wieder ein bisschen am Rad, ist natürlich auch verständlich. Ja, die Polizei ist dabei tatsächlich wahrscheinlich, weil es rausgekommen ist, dass er im Elektronikmarkt geklaut hat. Die kümmern sich. Hm. Wirklich? Will ich mal schwer hoffen, ja. Denn der ist ein Fass ohne Boden. Das sage ich Ihnen so. Es geht um Folgendes. Heute Nacht bist du in den Laden, wo deine Mutter arbeitet, eingestiegen worden. Deine Mutter hebt die schweren Vorwürfe, dass du das gewesen sein könntest. Warum tust du mir das an, Pascal? Womit habe ich das nur verdient? Ja, richtig. Also ich weiß von nichts. Nee, Pascal, dass du nicht von nichts weißt, ist klar, ne? Wirklich, du hast bei Tänchen mit Reisverbot, aber wirklich eine Woche. Jetzt weißt du, dass du nicht warst. Lass mich in die Tasche gucken. Warum lügt ihr alle? Was soll der Quatsch? Hier lügt nur einer. Lass mich reingucken. Wenn nichts drin ist, ist die Sache erledigt. Denkst du, weil du eine Marke hast, hast du irgendwas zu melden, oder? Werd nicht frech. Ich guck da rein und dann ist die Sache erledigt. Nee, Entschuldigung. Ja, wieso ist die Sache dann erledigt? Hä, es kann ja sein, dass der Ambo ist ja schon ein bisschen her, dass er die Sachen irgendwo versteckt hat oder so. Die muss er ja nicht unbedingt in der Tasche haben. Also das ist jetzt auch eine Vorgehensweise aus dem Kindergarten, also. Was ist das? Lüftet der echt? Lüftet der echt? Das ist nee. Jawohl. Was? Sollte es wirklich noch sowas wie Gerechtigkeit geben? Ey, wie dieser Vater aus dem Fenster guckt und sein Stiefsohn erwischt wird und er so, jawohl, da haben sie ihn. Oh, doof gelaufen, Pascal, ne? Aber nein, mit dem Weglaufen hat natürlich Pascal auch gezeigt, dass er was zu verbergen hat. Und jetzt, ja, ist die Kacke am Dampfen. Ich glaub's nicht. Ich kann nicht fassen, was Pascal... So, jawohl, da haben sie ihn. Nach dieser Sache bin ich auf jeden Fall meinen Job los. Und vielleicht kriege ich sogar noch einen Eintrag im Lebenslauf und finde dann nie wieder einen. Ich habe echt die Schnauze voll. Ich will den Jungen nie wiedersehen. Meine Türen sind zu. Jetzt ist echt aus und vorbei. Ich kann nicht mehr. Richtige Reaktion, Freunde. Das war's mit der Folge. Mein Sohn terrorisiert die ganze Familie mal wieder. Gut unangenehm. Auch diesmal am wenigsten zu lachen, weil es hat mich schon echt schockiert. Es ist natürlich alles gespielt und geskriptet, aber es hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja, ich hoffe, dass in Real Life keine Menschen so sind oder ja, und irgendwelche Elternteile so ausnimmt und so respektlos behandelt. Freunde, ihr könnt hier diesen Kanal auch abonnieren. Hier unten in der Ecke. Hier oben könnt ihr auch mein Instagram noch abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Checkt sie ab. Und dann sehen wir uns morgen in der Nachtfrische beim neuen Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein.